Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Wir sind jetzt Vier beim dem Rätsel Spiegel mit je angelangt. einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Wir sind jetzt an den Rätseln angelangt und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich muss den mittleren Pavillon irgendwie absenken. Ich bin geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Das ist Spiegel 2. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Okay, hier kommt man dann später drauf. Aber vorher passt man hier durch. Das göttliche Kanu, das die Seelen der Maya durch die Unterwelt in den Himmel bringt, wird von zwei Göttern gesteuert. Während der alte Stachelrochenpaddler im Heck des Kanus sitzt und tagsüber seine Pflicht erfüllt, sitzt der alte Jaguarpaddler im Bug und übernimmt die Nachtschicht. Diese beiden Götter symbolisieren nicht nur Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sondern auch das Zusammenspiel aller gleichartigen und gegensätzlichen Kräfte. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Könnte der Ausgang sein. Okay, das ist der Ausgang. Ich brauche einen Pfad zu... Ich komme nicht durch. Ich muss zurück. So. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Hm.
Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger als die anderen Rätsel. Oder ich bin zu blind, die Lösung gerade zu sehen. Kann gut auch sein. Ich komme nicht durch. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Würde ja passen an sich. Das Problem ist, ich komme dann hier nicht weg. Kann das nicht die Lösung sein? Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Was hat er nochmal die Dings gesagt? Hier unter dem Wachsam. Möge Rimac die erste. Möge Vater. Nur die Würdigen. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Das ist Spiegel 1. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3.
Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Hinspielen kann ich nicht. Wo muss ich hin? Das ist der Ausgang. Richtig? Ja, aber wir da nicht zurückkommen, wo wir herkamen. Okay, warte. So. Jetzt muss ich nochmal zu 1 zurückkommen. So, du drehst dich. Ich kann jetzt nochmal flippen. Dahin müsste ich zu dem Spiegel kommen. Richtig? Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Spiegel 3. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 1. Kann ich den nicht
Erst muss ich hier rüber. So, dass ich das zwei wieder hier raufstellen kann. Umstellen. Nein, nein. Alles von vorne. Ich hole dich nicht alles von vorne. Nee, nicht alles von vorne, okay. Ja, gleich nochmal einen Tod springen, warum nicht? Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Das muss Spiegel 4 sein. Jetzt gelange ich zum Altar. Geschafft. Chuck war für die Maya ein extrem wichtiger Gott. Er lehrte sie die Geheimnisse des Ackerbaus und wachte über das Wachstum und die Ernte der Pflanzen. Ihm waren im Allgemeinen sämtliche Formen der Fruchtbarkeit zugeordnet. Er war außerdem für den Wind, für Blitze und für Regen verantwortlich, der aus seinen Tränen entstand, sowie für den Erhalt von Quellen, Brunnen, Flüssen, Zenotten und anderen Wasserquellen. Genau wie all diese Dinge galt er auch als wohlwollend und fürsorglich, aber auch als unberechenbar. Äußerlich wurde Chuck als Reptil mit wild verknotetem Haar dargestellt und die ihm zugeordneten Farben waren weiß, rot, gelb und schwarz, die für Norden, Osten, Süden und Westen standen. Ich brauche jetzt einen Weg hier raus. Bei Spiegel 4 war ein Korridor. Yeah.
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Und zurück sind wir. Nein. Ich sollte den Dingssprung machen. Da muss ich nochmal hoch. Das kann ja gar nicht sein, dass ich das nicht mache. Damit hätten wir diese Krypta beendet. Hey. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das Outfit wechseln. Zu kurz, aber was für ein Spaß. Ja. Ich wollte jetzt hier irgendwo ist der Prüfungen, glaube ich. Da wollte ich jetzt hin. Fein, Lamas. Fein. Da ist es. Thank you.
Das muss der Nahual sein, die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Eine finstere Begrüßung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Wie die Mondgöttinnen in vielen anderen Kulturen war auch die Maya-Göttin Ixchel eine Muttergottheit, die über Schwangerschaften und Geburten wachte. Zu den Naturphänomenen, die ihr zugeordnet wurden, zählten unter anderem Wasserfälle, Regengüsse und Regenbögen. Sie war außerdem die Göttin jeglicher Handwerkskünste, wie der Wasserfarbenmalerei und der Webkunst, die sie erfand. Sie war allerdings nicht nur fürsorglich. Ihr Haar bestand aus lebenden Schlangen, sie trug einen Rock aus Knochen und hatte ein legendäres Temperament. Und an dieser Stelle, bei diesem Badeslager, in dem Grab, was wir nächstes Mal durchforsten werden, beenden wir gleich dann damit verabschiede ich mich.
von euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.